Dieses Beispiel zeigt, wie ihr einen Barcode in eure Excel-Mappe einbinden könnt, ohne zusätzlich extern was einzukaufen, und zwar einen Einfahrbarcode als Funktion, sodass dieser Barcode 1:1 in diese Zeile eingebaut wird, so wie man es hier sieht. Wenn ich hier die Zeile mal kopiere, dann entsteht hier weitere Barcodes, die dann basieren auf der linken Zelle. Also der ist der Barcode, der von der linken Zelle kommt. Und der Trick ist dabei, dass wir hier eine kleine Makrofunktion haben, die ich hier mit eingebaut habe. Und dazu gehen wir jetzt auf die Entwickler Tools, auf die Visual Basic Seite. Und in der Visual Basic Seite muss man eigentlich nur diesen Code einfügen. Also einfach alles Steuerung C, Steuerung V in das eigene Projekt einfüge, beziehungsweise ich lade auch diesen Code auf meine Download-Seite. Ach, übrigens, das bin ich, dass ihr euch nicht wundert, ja. So, und hier, das ist die Barcode-Seite, dieser Code, und zwar steht da drin, Public Function heißt, Public Function ist, wenn immer man hier was schreibt, dann wenn man Public Function im Hintergrund deklariert hat, dann kann man das vorne so als Funktion einfügen. Das sieht man hier zum Beispiel. Ist gleich Barcode. Und jetzt sieht man unten, das schon aufleuchtet. Das ist genau diese Funktion. Und da kann ich jetzt eine Zelle ranziehen. Und dann habe ich diesen Barcode von dieser linken Zelle. Wird jetzt was reingefügt. So. So, das ist jetzt also, das macht Public Function, macht dieses. Und eine Function braucht immer, Public heißt einfach, ist öffentlich und deswegen kriege ich es von drüben, ist es sichtbar. Dann eine Function muss immer Rückgabe haben, deswegen steht da Rückgabe ist gleich leer, gar nichts. Und jetzt kommt ein bisschen was Komplexes. Hier steht drinnen Input Cell as Range. Das heißt also, nimm mir die Zelle, die ich gerade angefügt habe, wenn ich da hier drauf gehe, das ist diese Zelle, Range B4 zum Beispiel, da klickt man dann drauf und sagt von dort. Und jetzt kommt ein bisschen so Code, den könnt ihr einfach reinkopieren, da steht drin, nimm den Wert aus der Zelle und gib mir die Zelladresse, einfach so. Und jetzt kommt ein kleiner Funktionsblock, den habe ich mir auch geholt vom Internet, von einer Webseite, und zwar von C-Boden, das ist auch ein kleiner ein Entwickler in der Welt des Internets. Hier, und da steht dieser Code drin, wie man einen Barcode erzeugen kann. Hier wird nichts anderes gemacht, als dass diese Striche als sogenanntes Shape erstellt werden. Das heißt also, mit Excel kann man ja auch zeichnen, so Striche zeichnen oder Grafik machen. Das ist das, was ihr hier oben seht. Also man kann ja solche Striche machen. Und das macht diese kleine schöne Grafik, dieses kleine Programm macht dieses. Ich habe den Code ein bisschen angepasst, dass er zellweise als Funktion das machen kann. Deswegen wird es hier einfach eingefügt. Da steht drin, nimm den Wert, den du gerade hattest, und bilde mir vom aktiven Blatt, bilde mir eine Grafik. Positioniere die irgendwo mit der Größe 1, das ist die Größe 1, halte es mit der Größe 1 und dann hier XY, wo es hin soll. Und falls es doppelte Shapes gibt, also doppelte Zeichnungen, soll man die löschen. So, und dieses Paint Code 39 heißt nichts anderes als, ist vom Günther Mühldorfer, da steht drin, dass es quasi der Barcode ist, nichts anderes als Striche, die gezeichnet werden, und der Barcode 39 ist eigentlich ein sehr üblicher Code, ein Basiscode, die Generierung von Code, nein, Barcode 39. So, und da werden einfach solche Striche generiert, ja, so Zeichen, jedes Zeichen wird übersetzt. Das heißt, dass alles von, was im deutschsprachigen Raum vorhanden ist, das kann man hier reinsetzen und wird dann automatisch hier als Zeichen generiert. Und den Code findet ihr auf meiner Download-Seite. So, jetzt muss ich essen gehen.